Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da yine çok kullanılan fiillerden anrufen, telefonieren, sich unterhalten, reden, schweigen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılmaktadır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda yaşanmış, olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı, yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. Geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimize geçelim. Anrufen, telefonla aramak, telefon açmak. Anrufen yine ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich rufe an. Ben telefon açıyorum. Ich rufe an. Ich rufe an. Präteritum, ich rief an. Ben telefon açıyordum, açtım. Ich rief an. Ich rief an. Perfekt, ich habe angerufen. Ben telefon açtım. Ich habe angerufen. Ich habe angerufen. Tekrar edelim. Ich rufe an. Ich rufe an. Ich rief an. Ich rief an. Ich habe angerufen. Ich habe angerufen. Futur 1. Ich werde anrufen. Ben telefon açacağım. Ich werde anrufen. Ich werde anrufen. Futur 2. Ich werde angerufen haben. Ben telefon açmış olacağım. Ich werde angerufen haben. Ich werde angerufen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angerufen. Ben telefon açmıştım. Ich hatte angerufen. Ich hatte angerufen. Tekrar edelim. Ich werde anrufen. Ich werde anrufen. Ich werde angerufen haben. Ich werde angerufen haben. Ich hatte angerufen. Ich hatte angerufen. Örnek cümlemize geçelim. Ich rufe meine Schwester mehrmals am Tag an. Ablamı gün içerisinde birçok kez telefonla arıyorum. Tekrar edelim. Ich rufe meine Schwester mehrmals am Tag an. Ich rufe meine Schwester mehrmals am Tag an. Diğer bir örnek cümlemiz. Er ist sehr beschäftigt. Ruf ihn jetzt nicht an. O çok meşgul, şimdi telefon açma. Tekrar edelim. Er ist sehr beschäftigt, ruf ihn jetzt nicht an. Er ist sehr beschäftigt, ruf ihn jetzt nicht an. Diğer fiilimize geçelim. Telefonieren. Telefonlaşmak, telefon görüşmesi yapmak. Präsens, ich telefoniere. Ben telefonlaşıyorum. Ich telefoniere. Ich telefoniere. Präteritum,
Ich telefonierte. Ben telefonlaşıyordum, telefonlaştım. Ich telefonierte. Ich telefonierte. Perfekt. Ich habe telefoniert. Ben telefonlaştım. Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Tekrar edelim. Ich telefoniere. Ich telefoniere. Ich telefonierte. Ich telefonierte. Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Futur 1. Ich werde telefonieren. Ben telefonlaşacağım. Ich werde telefonieren. Ich werde telefonieren. Futur 2. Ich werde telefoniert haben. Ben telefonlaşmış olacağım. Ich werde telefoniert haben. Ich werde telefoniert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte telefoniert. Ben telefonlaşmıştım. Ich hatte telefoniert. Ich hatte telefoniert. Tekrar edelim. Ich werde telefonieren. Ich werde telefonieren. Ich werde telefoniert haben. Ich werde telefoniert haben. Ich hatte telefoniert. Ich hatte telefoniert. Örnek cümlemize geçelim. Ich telefonierte gestern sehr lange mit ihr. Dün onunla çok uzun telefonlaştık. Tekrar edelim. Ich telefonierte gestern sehr lange mit ihr. Ich telefonierte gestern sehr lange mit ihr. Diğer fiilimiz sich unterhalten. Sohbet etmek yanı sıra eğlenmek anlamına geliyor. Sich unterhalten refleksif bir fiil, ayrıca düzensiz bir fiildir. Präsens, ich unterhalte mich. Ben sohbet ediyorum. Ich unterhalte mich. Ich unterhalte mich. Präteritum, ich unterhielt mich. Ben sohbet ediyordum, sohbet ettim. Ich unterhielt mich. Ich unterhielt mich. Perfekt, ich habe mich unterhalten. Ben sohbet ettim. Ich habe mich unterhalten. Ich habe mich unterhalten. Tekrar edelim. Ich unterhalte mich. Ich unterhalte mich. Ich unterhielt mich. Ich unterhielt mich. Ich habe mich unterhalten. Ich habe mich unterhalten. Futur 1. Ich werde mich unterhalten. Ben sohbet edeceğim. Ich werde mich unterhalten. Ich werde mich unterhalten. Futur 2. Ich werde mich unterhalten haben. Ben sohbet etmiş olacağım. Ich werde mich unterhalten haben. Ich werde mich unterhalten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich unterhalten. Ben sohbet etmiştim. Ich hatte mich unterhalten. Ich hatte mich unterhalten. Tekrar edelim. Ich werde mich unterhalten. Ich werde mich unterhalten. Ich werde mich unterhalten haben. Ich werde mich unterhalten haben. Ich hatte mich unterhalten. Ich hatte mich unterhalten. Örnek cümlemize geçelim. Er unterhält sich sehr gerne mit seinen Großeltern. Büyükanne ve büyükbabasıyla sohbet etmekten hoşlanıyor. Tekrar edelim. Er unterhält sich sehr gerne mit seinen Großeltern. Er unterhält sich sehr gerne mit seinen Großeltern. Diğer fiilimize geçelim. Reden, konuşmak. Präsens, ich
rede, ben konuşuyorum. Ich rede, ich rede. Präteritum, ich redete, ben konuşuyordum, konuştum. Ich redete, ich redete. Perfekt, ich habe geredet, ben konuştum. Ich habe geredet, ich habe geredet. Tekrar edelim. Ich rede, ich rede, ich redete, ich redete. Ich habe geredet, ich habe geredet. Futur 1. Ich werde reden, ben konuşacağım. Ich werde reden, ich werde reden. Futur 2. Ich werde geredet haben, ben konuşmuş olacağım. Ich werde geredet haben, ich werde geredet haben. Plusquamperfekt, ich hatte geredet, ben konuşmuştum. Ich hatte geredet, ich hatte geredet. Tekrar edelim. Ich werde reden, ich werde reden, ich werde geredet haben, ich werde geredet haben. Ich hatte geredet, ich hatte geredet. Örnek cümlemize geçelim. Wir redeten über Kunst und Technologie. Sanat ve teknoloji hakkında konuştuk. Tekrar edelim. Wir redeten über Kunst und Technologie. Wir redeten über Kunst und Technologie. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Man sollte zuerst überlegen, bevor man redet. Konuşmadan önce düşünmek gerekir. Tekrar edelim. Man sollte zuerst überlegen, bevor man redet. Man sollte zuerst überlegen, bevor man redet. Diğer fiilimize geçelim. Schweigen, susmak. Bu da yine düzensiz bir fiil. Präsens, ich schweige. Ben susuyorum. Ich schweige. Ich schweige. Präteritum, ich schwieg. Ben susuyordum, sustum. Ich schwieg. Ich schwieg. Perfekt, ich habe geschwiegen. Ben sustum. Ich habe geschwiegen. Ich habe geschwiegen. Tekrar edelim. Ich schweige. Ich schweige. Ich schwieg. Ich schwieg. Ich habe geschwiegen. Ich habe geschwiegen. Futur 1. Ich werde schweigen. Ben susacağım. Ich werde schweigen. Ich werde schweigen. Futur 2. Ich werde geschwiegen haben. Ben susmuş olacağım. Ich werde geschwiegen haben. Ich werde geschwiegen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschwiegen. Ben susmuştum. Ich hatte geschwiegen. Ich hatte geschwiegen. Tekrar edelim. Ich werde schweigen. Ich werde schweigen. Ich werde geschwiegen haben. Ich werde geschwiegen haben. Ich hatte geschwiegen. Ich hatte geschwiegen. Örnek cümlemize geçelim. Die berühmte Schauspielerin schwieg über die Gerüchte. Ünlü oyuncu söylentilerle ilgili sustu, sessiz kaldı. Tekrar edelim. Die berühmte Schauspielerin schwieg über die Gerüchte. Die berühmte Schauspielerin schwieg über die Gerüchte. Diğer bir örnek cümlemiz.
Ich werde nicht schweigen. Ben susmayacağım. Tekrar edelim. Ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht schweigen. Bu dersimizde anrufen, telefonieren, sich unterhalten, reden, schweigen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.